Ich bin 3 Sekunden im Spiel, das ist direkt schon richtig. Ha! Typisch Danja. Ja, ich habe einen Autoschlüssel. Ah! Nein! Oh, nee, ich habe gerade einen Autoschlüssel geholt und Nervensäge. Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Danja, was machen wir hier? Ja, es wird wieder gruselig, Danja. Denn wir spielen heute Gummy. Ich kann nicht gut gruselig. Wir spielen heute Gummy, das ist sowas ähnliches wie Piggy. Ne? Okay. Und hier gibt es bisher nur Kapitel 1 und da ist auch schon Gummy. Der sieht nicht so gruselig aus wie Piggy, wobei Piggy sieht auch nicht gruselig aus. Und es ist genau eigentlich das gleiche Prinzip. Nicht nur eigentlich, es ist genau das gleiche Prinzip. Okay. Und okay, gehe ich jetzt hier in Play oder was? Ja, die Runde startet auch sofort. Mhm. Und ich bin gespannt. Es gibt bisher nur Kapitel 1. Oh, du bist Gummy. Ja, toll, da weißt du jetzt direkt gar nicht, was du machen sollst. Ja, doch, es ist eigentlich genauso wie Piggy. Wie Piggy. Ja. Man hat Hinweise, die muss man verfolgen und dementsprechend Sachen öffnen oder sowas. Es ist ziemlich einfach. Come on. Okay. Leute, habt ihr dieses Spiel schon gespielt? Oh, da ist Gummy. Da bin ich. Er ist wach. Okay, ich habe wohl auch Perks. Bin ich gespannt. Oh, der läuft aber ganz creepy. Oh, das ist cool. Oh, ja, das Spiel, das hat Potenzial. Das könnte ein zweites Piggy werden. Ich bin 3 Sekunden im Spiel, das ist direkt schon richtig. Typisch Danja. Ja, wirklich. Okay. Was? Gummy is coming. Oh nein. Oh ja. Oh ja. Es erinnert auch ein bisschen so an eine Gruselvilla, ne? Ja, total. Also das Setting ist recht gruselig. Definitiv. Aber guck mal, ich kann keine Türen öffnen. Ja, ist ja auch richtig so. Du hast ja auch keine Schlüssel. Nein, nein, auch nicht die wo man Schlüssel braucht, sondern... Nummer 1 erwischt. Wie, jetzt hast du schon jemanden? Mhm. Und das Gute ist, man kann rechts, kann man sehen, wer noch lebt und wer nicht. Dann weiß man immer noch, wie viele Leute hier drin sind. Aber wo seid ihr denn, hä? Wo seid ihr denn? Das werde ich dir nicht verraten. Oder kommen wir hier doch rein? Ich weiß halt nicht, ich weiß, ich kann gar nicht einschätzen, wie groß das hier ist und krass. Aber cooles Setting auf jeden Fall. Mhm. Was brauche ich denn hiervon? Ja, ich habe einen Autoschlüssel. Ah! Ah! Nein! Oh, ich habe gerade einen Autoschlüssel geholt und Nervensäge. Oh ja, oh ja. Also vor Gummy gibt es kein Entkommen, sage ich dir. Ich habe, glaube ich, habe ich alle erwischt? Eine Person ist noch da. Okay, dich erwische ich jetzt auch noch. Ja! Nervensäge. Ich habe es geschafft, Leute. Ich war bisher, glaube ich, in der ersten Runde. Ich war ein sehr gruseliger Gummy. Und ich spiele das jetzt nochmal. Sowieso. Ich bin das nochmal. Mal das gespannt, falls Danja heute noch drankommt, wie du dich machen wirst. Ja, ich bin auch gespannt. Ist es sonst genauso wie bei Piggy, man muss einfach in die Person reinlaufen? Ja, korrekt. Okay. Aber ich habe das Gefühl, man ist nicht so langsam wie bei Piggy. Aber dafür bekommt man die Tür nicht auf, das ist halt gut. Das okay, spielt. Es ist keiner von uns? Nee. Das heißt, wir müssen versuchen, aus diesem Haus zu entkommen. Aus dieser Gruselvilla. Ach guck, du kannst hier auch die Chance erhöhen, glaube ich. Ja, das ist wie bei Eat or Die so. Ja. Ich weiß auch, warum der so wütend ist. Wegen? Oh, man kann sich hier weil auch weil jemand tun. In ihn reingebissen hat vielleicht? Genau. Okay, man sollte auf jeden Fall hinter sich die Tür immer zumachen. Ja, wenn das okay, zu ich hab einen grünen Schlüssel, falls uns das weiterhilft. Weiß ich noch nicht. Hier oben ist auch was. Hier ist ein Hammer, hier oben. Ja, ich habe schon einen Schraubenschlüssel. Ich würde nur gerne erstmal irgendwo rein, raus, aus dem Also Haus. Falls du ein grünes Schloss sehen solltest, sag mir Bescheid. So, was ist hier oben? Hier ist auch eine Pistole. Also ist so ein Nebenraum, da liegt ein pinker Schlüssel und ein grüner Schlüssel. Schloss oder Schlüssel? Schlüssel. Ja, ich habe doch auch einen grünen Schlüssel. Ich habe auch gerade eine Schlüsselkarte noch gefunden.
Ich bin irgendwie zu klein, um durch diese Löcher durchzukriechen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Das glaube ich, das muss noch gefixt werden. Das Spiel ist relativ neu, ne? Das hattest du jetzt neu gefunden. Oh, hast du mal einen gelben Schlüssel? Ich habe jetzt getauscht mit einem roten Schlüssel, weil ich das Gefühl hatte, ich habe schon ein rotes Schloss irgendwo gesehen. Mhm. Und ich sehe auch, das Sichtfeld ist so ein bisschen eingeschränkt in der Helligkeit. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Wir brauchen Benzin und wir brauchen den Autoschlüssel. Hier ist Benzin. Ich habe Benzin. Gut, das muss zum Auto. Und dann brauchen wir noch einen Autoschlüssel. Ja, aber wo ist das Auto? Na, da war ich gerade. Das habe ich gerade aufgeschlossen. Ah, guck, hier ist das grüne Schloss. Hier ist der Autoschlüssel. Wo? Bring ihn mit. Ja, aber ich kann doch nur eins mitbringen. Ach so, wo bist du denn? Ich muss hier erstmal finden. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, in einem Foyer. Ich habe ihn gerade gefunden, Leute. Siehst du mich? Nein. Bist du oben, unten? Ach, du bist hier. Ich bin jetzt beim Auto. Genau. Ich bin jetzt. Übrigens Benzin. Oh! Ja. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, wir haben es alle geschafft. Voll gut. Wie? So schnell? Ja. Das war gut. Okay, komm, noch eine Runde. Ja, los. Aber wir müssen aber kurz warten, weil alle sind noch nicht entkommen. Ja, das stimmt. Es gibt noch zwei Leute, die noch vor Gummy entkommen müssen. Los, ab ins Auto mit euch. Ah, man muss, glaube ich, auf diese grüne Fläche. Ja, guck. Ja, ach so. Ja, da war ich schon. Ich bin schon längstens fertig. Wie hast du das Schloss aufbekommen? Da war ein pinkes Schloss und da lag direkt der Schlüssel daneben tatsächlich. Okay. Okay, komm, eine zweite Runde schaffen wir auch noch. Also wenn es hier nochmal ein zweites Kapitel geben würde, das wäre richtig cool. Weil mir gefällt das Spiel, finde ich sogar, ja, was heißt besser als Piggy, aber es ist ein bisschen, grafisch sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ja, also jetzt auf jeden Fall diese Menschen halt. Aber ansonsten bin ich noch vorsichtig, weil aktuell ist ja eigentlich einfach genau das gleiche Prinzip. Ja, es ist natürlich das gleiche. Das Ding ist halt, das ist ja, ich weiß nicht, ob es jetzt immer das gleiche ist. Ich weiß es auch nicht, das müssten wir jetzt mal testen. Oder ob es hier unterschiedliche Wege gibt zu entkommen, davon gehe ich aus eigentlich. Jetzt ist gar nicht. Ich glaube auch. Also ich habe ein Seil gefunden. Ich habe einen pinken Schlüssel. Okay, ich habe jetzt einen grün gefunden. Ich komme mal zurück. Ein grün? Okay. Weißt du, wo ich bin? Hinter der Bar. Oder hinter dem Esszimmer. Ja, ich glaube ja. So. Da. Bist du da? Ja, was haben wir jetzt hier? Ich habe hier den blauen, warte, ich habe hier den blauen Schlüssel. Ja, den habe ich ja schon benutzt, den blauen. Ach so, okay. Was haben wir noch da? Ja, wieder ein Autoschlüssel und ein Hammer. Hammer, okay. Was haben wir noch für Hinweise, die wir verfolgen können? Also hier ist noch können? Ein pinker und ein gelber Schlüssel. Eine Schlüsselkarte. Hier ist noch ein roter Schlüssel, den nehmen wir mit. Leute, gibt es hier nur einen Weg bei Gummy zu entkommen oder unterschiedliche? Ja, ich glaube, wenn wir das Telefon reparieren, dann können wir, glaube ich, entkommen. Mhm. Also lass uns mal auf die Suche nach einer Zange machen. Ja, wir brauchen zwei sogar, glaube ich. Oh, hast du einen Hammer? Hast du einen Hammer? Nein, der war jetzt unten. Oh, nee, und da liegt Gummy auf dem Boden. Oh Gott. Ja, warte, ich habe einen Taser. Ja, lenk ihn mal ab. Sich. Lenk ihn mal ab. Versteckt bitte. Sich. Oh Gott, wenn er hinter dir ist, ist das voll. Wo ist er? Ja, er klebt da an der Wand fest. Ich guck mal, dass ich jetzt vielleicht einen Hammer wieder finde. Oh nee, ja, ich hatte den Hammer eingelegt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hatte auch den Hammer, aber. Oh. Ich habe eine Zange auf jeden Fall. Ja, davon brauchen wir zwei. Also eine habe ich. Die zweite müsstest du dann, glaube ich, besorgen. Ich such mal nach der zweiten, ne? Hier ist auch ein Hammer im großen Esstisch. Ja, im großen Esszimmer. Und hier ist auch eine zweite Zange. Okay. Ist unten auf jeden Fall. Also du musst irgendwie nach unten kommen. Ich bleib jetzt erstmal hier. Ah, du warst ja, schon hier. Ich bin hier. Genau, hier ist die Zange. Ich nehme mal, warte, lass mich mal kurz den Hammer mitnehmen. Warte, pass auf, er ist hinter dir. Ja, ich weiß, ich seh's. Ach, toll, jetzt hab ich ihn nicht erwischt. Hast du ihn getasert? Nein, ich hab ihn nicht erwischt. Oh. Dich aber auch nicht, oder? Nein. Okay. Ah, guten Morgen. Hey. Okay, ich hab ihn erwischt. Sehr gut, okay. Wo ging denn diese Treppe hoch? Hier. Oh Gott. Oh, er hat die Tür kaputt gemacht. Kann Türen kaputt machen? Ach, warte. Ich kann
Ich kann die zweite Zange holen. Ich habe die eine, habe ich jetzt abgegeben. Ja. Kanon, ihr habt mich. Okay, vielleicht entkomme ich. Der ist echt zu schnell. Vorsicht. Ah! Lass mich in Ruhe, bitte. Nein! Nein! Oh, ich bin so blöd. Ich hätte entkommen können. Na toll. Weil ich die Tür nicht richtig erwischt habe. Oh, danke. Okay, komm, eine Runde noch. Eine Runde noch? Aber ich finde, hier ist es ein bisschen spannender. Also, warum? Vielleicht, weil man sich auch wehren kann? Kann man bei... Kannst du bei Piggy auch, aber kann man bei Piggy auch, aber hier ist das irgendwie... Ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Es ist schneller, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ein bisschen einfacher. Bei Piggy finde ich oft die Schlösser nicht zu den Schlüsseln. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Ja. Ah, there are many ways to escape. Okay. Ah, okay. Sollte man vielleicht am Anfang... Ja, ich denke auch, vielleicht sollten wir das mit dem Telefon nochmal versuchen jetzt. Ja. Ich habe gerade den Raum zum zu dem Telefon aufgemacht. Genau, die erste kommt auch schon mit einer Zange, das heißt, wir brauchen Ich habe die zweite. Gut. Muss jetzt nur noch den den Raum finden. Ich glaube, das war ich. Gummy ist jetzt unterwegs, ne? Einer hat hier schon den Taser. Ah, sie kommt schon mit einer zweiten. Ach, und du kommst auch, sehr schön. Das klappt hier wie im Schnürchen. Oh, siehst du? So schnell geht das. Wow. Okay. Okay, so schnell geht es bei Piggy, glaube ich, nicht, dass man entkommen kann. Nee, das war jetzt wirklich sehr schnell. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man dann direkt rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob die beiden es checken, die anderen beiden. Lass uns das mal kurz noch gucken. Ja, das ist halt dadurch, dass du jetzt quasi nur ein Element gebraucht hast, um rauszukommen. Oh, ne? Er hat ihn erwischt. Das war doch auch noch der mit dem Taser. Ah, das war's auch schon, ne? Mhm. Oder? Komm, eine weitere Runde. Ich will noch, dass einer von uns nochmal Gummy ist. Dir gefällt das Spiel, wa? Ja, mir gefällt es. Ja, weil es so schnell ist. Ja. Ich weiß, viele sagen jetzt bestimmt, oh nein, ja, Piggy ist wahrscheinlich auch besser, weil da gibt es alleine jetzt schon, glaube ich, 11 oder 12 Kapitel. Apropos Piggy. Wir machen weiter mit Piggy. Ach so, ja, bei Spiel mit mir. Ja, bei Spiel mit Natürlich. Mir machen wir weiter mit Piggy. Da kommt diese Woche auch ein Kapitel 2. Definitiv. Vielleicht sogar Kapitel 3, das wissen wir aber noch nicht. So wie das schon. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, irgendwann. Dass ihr schon mal Bescheid wisst, ne? Und das wisst nur jetzt ihr, die Personen, die jetzt hier dieses Video geschaut haben. So, jetzt mal nicht mit dem Telefon, oder? Gibt es noch, meinst du, es gibt außer dem Auto und dem Telefon noch einen? Hä, bestimmt. Da die Treppe hoch mit dem Hammer, glaube ich. Ja, stimmt. Lass uns das mal versuchen, die Treppe hoch mit dem Hammer. Also, wir brauchen jetzt erstmal nochmal einen roten Schlüssel. Warum? Oh Gott. Achso, ja doch, wir brauchen einen Hammer. Ja. Dann kann man hier oben entkommen. Ich hab keine Ladung mehr in meiner Waffe. Was war das denn jetzt? Ich glaube, Danja hat es gerade erwischt. Ja, mich hat es gerade erwischt. Nein! Wie kommt der denn hier rein? Oh! Hat dich auch gerade erwischt. Ja, ja mich hat es gerade auch erwischt. Okay, wir versuchen jetzt noch oben irgendwie rauszukommen. Ich glaube, also 3 Fluchtwege gibt es auf jeden Fall. Gibt es hier noch einen 4. Fluchtweg? Also 3 werden wir auf jeden Fall in diesem Video hoffentlich schaffen. Also den 3. Weg da oben, da muss man nur einen Hammer finden. Nicht mehr. Richtig. Oh, es ist auch keiner von uns Gummy. Schon wieder? Nicht? Obwohl ich mir gerade eine Chance gekauft habe. Wie, du hast Geld? Naja, ich hatte noch 30 Robux oder so, also damit hättest du mir jetzt nicht krass schaden können. Das geschieht dir nur zurecht gerade, dass du Geld ausgibst, Ach, aber es sich nicht lohnt. Tu nicht so. Doch. So, ich habe aktuell einen pinken Schlüssel. Okay, der bringt uns nicht weiter. Das stimmt allerdings. Also was mich ein bisschen nervt, ist, dass das mit dem Kriechen noch nicht funktioniert. Ja. Ja, ich möchte nicht zum Telefon. Ich möchte nach oben. Oh, da kommt. Ja, ich möchte aber nicht das Telefon. Ich möchte jetzt oben raus. Ja, ist gar nicht mal so einfach, ne? Hast du einen Hammer gefunden? Mm-mm. Wir bräuchten vielleicht mal den roten Schlüssel, um hier reinzukommen. Ja. Ich bin schon am Schauen. Oh, er hat mich. Er hat mich erwischt. Oh nee. Und er ist gar nicht so süß. Gar nicht so süß. Ist reingebissen. Es gibt auch nur noch 2 Personen.
Also dich und noch eine Person. Na toll, ja wunderprächtig, das ist ja fantastisch, möchte man sagen. Ja, und Gummy ist hinter euch, ne? Nur mal so zur Info. Nee, oh nee, Gummy ist ganz eindeutig viel zu schnell. Och Mann. Tja, Leute, das war's hier mit Gummy und und dem ersten Kapitel, die erste Episode. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, aber ja, wir brauchen definitiv noch weitere Kapitel in diesem Spiel. Dann stelle ich mir das ziemlich cool vor, genauso wie Piggy. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet zwischen Gummy oder Piggy, wen würdet ihr wählen? Für wen würdest du dich Status jetzt entscheiden, Danja? Ich glaube für Piggy tatsächlich. Ja, ich glaube momentan auch noch für Piggy, aber Gummy hat auf jeden Fall Potenzial. Hat Potenzial, auf jeden Fall. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr sowas mögt. Ja. Ja. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, diese Woche bei Spiel mit mir kommt noch das Kapitel 2 Video. Und dann, ja? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.